Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute haben wir einen neuen Tag und zwar den Mood Reader Tag. Eine Art Frage-Antwort-Spielchen, wenn es um das Thema Stimmungslesen geht mit verschiedenen Unterfragen. Ich habe den Tag jetzt bei 2, 3 Leuten so ein bisschen gesehen. Hauptsächlich gesehen oder als erstes gesehen habe ich ihn bei der lieben Issy vom Kanal Ars Magical Ibronorum. Ich packe das Video mal unten in die Infobox. Schaut da gerne mal vorbei und wundert euch nicht. Mein Hund sieht bestimmt gegenüber auf der Straßenseite den Beagle laufen und den Marker überhaupt nicht. Da bellt er sich gerne mal so ein bisschen an, aber ich glaube, das ist auch gleich wieder vorbei. Der Hund muss nur vorbeilaufen, dann ist wieder alles in Ordnung. Ja, hast du super aufgepasst. Na, der böse Beagle, na, auf der anderen Seite. Ja, das ist wirklich ganz schrecklich. Ja, so ist das halt, ne? Wenn man einen Hütehund zu Hause hat, der eben auch den anderen Straßenbereich durchaus mal hütet. Ja, ich habe das Video auch noch bei 2, 3 anderen Leuten gesehen und fand die Fragen einfach so spannend. Und ich finde, man kann eh nie genug über Bücher, über Lesen und Ähnlichem sprechen. Dementsprechend alle Fragen in der Infobox. Auch das Video von Issy findet ihr da unten. Und auch die 2, 3 Bücher, die ich verlinken werde, ja, packe ich euch unten rein. Schaut da gerne mal vorbei. Vielleicht möchtet ihr ja auch die ein oder andere Frage in den Kommentaren oder selbst in dem Video beantworten. Und ja, die erste Frage stellt auch schon die Frage, ob man denn ein Stimmungsleser wäre. Und ich muss tatsächlich sagen, ich glaube eher nicht. Es gibt bei mir keine spezielle Stimmung. Ich greife auch nicht nach Genres, wie je meine Stimmung ist. Es gibt so 2, 3 Situationen im Leben, wo man, wo ich persönlich vielleicht nicht lese. Also das heißt, wenn ich wirklich schwer krank bin, wenn irgendwie was sehr Trauriges passiert ist. Aber natürlich auch, wenn man vor freudiger Erregung gar nicht weiß, wohin. Also wenn ich an die Zeit denke, wo Weasley bei uns eingezogen ist, zum Beispiel jetzt in diesem Jahr, das war einfach so freudig, dass ich da ganz andere Themen hatte und nicht ganz so zum Lesen gekommen bin. Ich bin zum Beispiel auch im Urlaub, wenn ich wirklich wegfahre, wenn ich Dinge vorhabe, auch nicht der größte Leser, obwohl ich da entspannt bin, aber ich genieße halt oft dieses im Urlaub sein und ich finde, es ist halt eine sehr teure Lesezeit, wenn man am Strand liegt und da ein Buch liest, weil das kann ich auch zu Hause. Dem Meer zuschauen zum Beispiel, das kann ich halt nicht. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich bei frohlockender Stimmung zu dem einen Genre greife und bei der tief traurenden Stimmung woanders hingreife. Nein, das würde ich tatsächlich eher verneinen. Die zweite Frage, erstellst du Leselisten und hältst dich daran? Nein und nein. Ich habe es mal mit Leselisten probiert, habe aber recht schnell gemerkt, dass sobald dieses Buch auf dieser Leseliste stand, ich keine Lust mehr auf dieses Buch hatte. Es war faszinierend. Ich habe das, glaube ich, 2, 3 Monate auch im Rahmen von Want to Read Videos ausprobiert und es war für mich wirklich eine Qual, diese 3, 4 Bücher auf der Liste dann zu lesen. Deswegen mache ich mir auch keine Herbstlisten und Winter-Weihnachtslisten. Ich habe so ein bisschen eine Liste, wo die Rezensionsexemplare stehen. Das ist ja aber keine richtige Leseliste, doch irgendwie schon, dass man die natürlich im Auge behält, aber das finde ich ganz schwierig. Ich hatte mal auch mal eine Reread-Liste, so mit 10 Büchern, die ich unbedingt in diesem Jahr nochmal lesen wollte, weil ich so Lust drauf hatte und ich hatte das ganze Jahr keine Lust auf eines dieser 10 Bücher. Ich habe andere Bücher gereadet, aber nicht die da drauf standen und für mich sind auch dieses 12 Book für dieses Jahr Challenges überhaupt nichts, weil ich habe wirklich in dem Moment, wo das Buch irgendwie steht, keine Lust drauf. Ich kann nicht erklären, was es ist. Wie gesagt, mit den Rezensionsexemplaren, das funktioniert ganz okay. Natürlich habe ich auch meinen Sub irgendwie im Blick. Das ist ja auch keine Leseliste, aber diese 4 Bücher müssen jetzt gelesen werden. Ich glaube, ich würde in dem ganzen Monat nicht mehr als diese 4 Bücher lesen und das ist ja auch nicht Ziel des Ganzen. Ich kann es kopfmäßig nicht erklären, woran es liegt, aber für mich klappen Leselisten überhaupt nicht. Da könnte ich nur Bücher draufschreiben. Vielleicht sollte man das mal mit umgekehrter Psychologie probieren, im Sinne von, oh, ich habe eine Wunschliste, da setze ich die Bücher drauf, vielleicht kaufe ich sie dann nicht. Es könnte vielleicht auch nach hinten losgehen, aber gut. Ich finde es aber toll, wenn sich Leute das wirklich vornehmen. Ich gucke sehr gerne Want to Reads und dann eben auch die Lesemonate dazu, wo man dann eben merkt, okay, mit welcher Erwartungshaltung geht jemand an das Buch? Das ist ja auch oft bei den Neuzugängen so, was erwartet man davon und was hat man dann im Endeffekt davon bekommen. Aber ja, alle Hut ab, die das wirklich durchziehen, ich kann es leider nicht. Dritte Frage, bewegen dich Bücher emotional? Überträgt sich die Stimmung des Buches auf dich? Also ja, mich nehmen Bücher sehr schnell, sehr tief mit. Also es gibt definitiv schon mehr Bücher, die mich emotional mitnehmen, die mich bewegen, die mich begeistern, die irgendetwas in mir anknipsen, als es Bücher gibt, die das nicht tun.
ja, vor allem, sage ich mal so, ab den 4-5 Sternen, wo es in Richtung Highlight geht. Also diese Bücher machen definitiv was mit einem. Aber die Stimmung auf mich, also ja, ich bin jemand, der in Büchern mit weinen kann, der mit trauern kann, der mit aber auch lachen und sich freuen kann, der auch vor Freude weinen kann. Das funktioniert auch ganz gut. Aber ich gehe dann schon eher wieder davon raus, in den meisten Fällen, und das ist nicht meine Stimmung. Also ich kann das, glaube ich, ganz gut trennen. Ich glaube, das kann ich auch ganz gut, seitdem ich das Thema Hochsensibilität so ein bisschen in mir, an mir erkannt habe und eben auch weiß, wie ich mit anderen Gefühlsausbrüchen sozusagen umgehe und dann eben sage, das sind nicht meine Gefühle und kann die im Grunde irgendwie abladen und nehme die und suche dann eben meine eigenen Gefühle. Und das funktioniert bei Büchern auch durchaus sehr gut. Es gibt so eine Handvoll Bücher, die mich danach auch noch sehr, sehr lange bewegt haben. Und also zum Beispiel tatsächlich auch die Phase, in der ich sehr viel über den Zweiten Weltkrieg gelesen habe, egal ob es dokumentarische Geschichten waren, biografische Geschichten oder auch fiktionale Geschichten. Und das ist ja wirklich was, was mich so nach unten gezogen hat und wo ich ja wirklich dachte, ich komme aus diesem Stimmungstief nicht mehr raus, dass ich da heute nur noch sehr, 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 sehr selten dahin greife, wo ich ja immer denke, es mag bestimmt ganz wunderbare Bücher zu diesem Thema geben, aber ich kann da einfach nicht mehr ran, weil ich wirklich Angst vor diesem Tief habe. Und das war schon so, ich würde es jetzt kein Genre nennen, aber was das Historische angeht, eine Geschichte, die mich wirklich kaputt gemacht hat, wo ich sage, ich möchte das einfach nicht mehr lesen. Und dann gibt es auch noch 2, 3 andere Themen, die sich besonders auch in Sachbüchern zeigen, also auch wenn es zum Beispiel um Trauer oder Ähnlichem geht. Das ist natürlich auch was einen durchaus mitnimmt und auch länger mitnimmt. Ja, das kann ich mal mehr oder weniger gut. Aber ja, manchmal glaube ich schon, dass man die Stimmung aus einem Buch mitnimmt, auch die Gefühle, aber in den meisten Fällen kann ich das ganz gut unterscheiden. Was liest du, wenn du traurig bist, ist die nächste Frage. Liest du dann überhaupt? Ja, also mir hilft bei Traurigkeit wirklich das Flüchten. Also sehr oft Fantasy, sehr oft Mittelerde, sehr oft Harry Potter. Das ist wirklich was, wo ich dann einfach entfliehen kann, in eine andere Welt eintauchen kann und dann dieses freudige Gefühl, was ich eben mit diesen Geschichten verbinde, ja, wieder sich in mir auflebt. Also das ist wirklich was sehr gut funktioniert. Also auch wie im letzten Jahr meine Mama gestorben ist, da habe ich wirklich, ja, da lag ich ja wirklich 2, 3 Wochen nur im Bett und bin gar nicht irgendwie hochgekommen. Und dann irgendwann hatte ich aber das Bedürfnis, ja, irgendwie, jetzt wäre doch was Schönes, würde mir helfen. Und dann habe ich zu den Hörbüchern von Harry Potter gegriffen und auch zu den Filmen. Und jetzt würde ich nicht sagen, dass das ein Patentrezept ist, aber es ist was es einen ganz wohlig, wollig und gemütlich macht und einen auch irgendwie so umarmt und, ja, ganz schwieriges Thema. Oh, wieso mache ich auch dieses Thema so auf? Ja, aber ich glaube schon, dass mir da die Fantasy sehr hilft und eben durchaus auch Rereads, also Geschichten, mit denen ich ein sehr positives Gefühl verbinde und dann eben in dieser Traurigkeit auch diese Hoffnung mitschwingt, dass diese Freudigkeit im Grunde wieder mitkommt. Und das lassen wir einfach mal so stehen. Da wären ja tatsächlich auch eure Buchtipps oder Empfehlungen interessant, was euch bei jetzt nicht so schöner Stimmung irgendwie hilft. Die nächste Frage, was trifft am ehesten zu? Du liest, um zu fliehen, lernen oder dich selbst zu reflektieren? Ich muss sagen, ich finde, dass das alles irgendwie trifft. Ich bin definitiv schon jemand, der in Geschichten flieht, der dem Alltag so ein bisschen einfach entkommen möchte, der ein Abenteuer erleben möchte, der Spaß hat, im Weltraum umher zu sein, aber eben auch durch irgendeine Fantasy-Welt geht, der natürlich auch irgendwie Liebesgeschichten gerne liest. Glaube schon, dass das so ein Fliehen ist, aber natürlich auch ein Lernen. Ich lese ja auch sehr gerne zum Beispiel Reiseberichte, Abenteuerberichte, Sachbücher, wo man eben wirklich auch was mitnimmt. Das selbst zu reflektieren, das ist, glaube ich, was so am kürzesten kommt, weil ich das eher außerhalb von Büchern mache, mit YouTube-Videos, mit Podcasts, mit Gedanken aufschreiben. Ja, ich glaube, da ist tatsächlich Bücher so der kleinste Anteil mit der Reflexion. Aber dieses klassische Fliehen, etwas anderes erleben, was ich halt, also ich werde halt leider nie auf den Mond spazieren gehen, das kann ich eben nur in Büchern und da mache ich das dann auch super gerne.
Dann kommen jetzt drei Fragen zu drei Büchern. Und zwar die erste Frage, welches Buch liest dich laut auflachen? Und da habe ich mich für Ich und die Menschen von Matt Haig entschieden, das ich ja schon, ich glaube, zweimal gelesen und auch einmal als Hörbuch gehört habe. Und das ist wirklich ein Buch, in dem ich sehr oft geschmunzelt habe, sehr oft laut gelacht habe. Es gibt auch noch so, ich würde sagen, zwei Handvoll anderer Bücher, die darauf zutreffen. Also ja, es gibt durchaus einige Geschichten, die mich laut auflachen lassen, wo es einem dann auch unangenehm ist bei einem Hörbuch, wenn man dann gerade irgendwo in einem Zug sitzt und muss einfach losbrüllen. Bei Ich und die Menschen geht es ja darum, dass im Grunde im Professor ja der Körper übernommen wird von einem Außerirdischen. Ich hoffe, ich verrate jetzt nicht so viel. Nein, ich glaube, da steht direkt genau überlegene Intelligenz. Und ja, der eben einfach so uns Menschen auch mal den Spiegel vorhält. Also Dinge in Frage stellt, Dinge merkwürdig findet, Dinge fragt, warum wir die so machen. Und da gab es so einige Dinge, wo ich einfach nur darüber schmunzeln und laut lachen musste. Und dementsprechend, ja, das kann ich absolut empfehlen. Ist wirklich mit das beste Buch von Matt Haig, Ich und die Menschen. Und ja, habe ich in sehr, sehr guter Erinnerung, könnte ich eigentlich auch mal wieder hören. Die nächste Frage ist dann, welches Buch liest dich weinen oder bewegt dich sehr? Und das ist auch ein Buch, was ich gefühlt fast jedes Jahr einmal lese, in diesem Jahr noch nicht, aber sonst kommt das eigentlich jedes Jahr irgendwie mal vor. Das ist von John Green, Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Das ist wohl mit Harry Potter und der Herr der Ringe das meistgelesene Buch in meinem Regal. Vielleicht auch noch H.P. Kerkelings, ich bin dann mal weg. Aber das sind so die Bücher, die ich am häufigsten gereadet habe. Das habe ich auch in Deutsch und Englisch hier. Ich glaube, das Englische kann man hier ganz gut sehen. Und das habe ich auch schon in beiden Fassungen gelesen. Tatsächlich noch nie gehört. Wäre interessant. Ja, und hier haben wir ja das Krebsbuch, wie es damals beschrieben war, was es für mich überhaupt nicht getroffen hat. Denn dieses Buch ist einfach ein Buch, das strotzt vor Positivität. Und ja, jetzt sind Hazel Grace und Gus wirklich krank, entdecken ihre Liebe zueinander, ihre Freundschaft. Und dann gibt es eben wirklich so die ein oder anderen Schicksalsschläge, aber eben auch das Schöne am Leben. Und ach, dieses Buch, das lässt mich schmunzeln, das lässt mich diese Liebe spüren, das lässt diese Traurigkeit zu. Und am Ende, und das sage ich immer wieder, habe ich ein lachendes und ein weinendes Auge. Zum einen diese Positivität, mit der ich rausgehe und ich einfach denke, ganz viel denke und fühle. Und zum anderen natürlich die Traurigkeit, wie diese Geschichte endet. Und ich finde, diese Mischung, die hat John Green wahnsinnig gut hinbekommen, dass man eben nicht total verzweifelt und traurig aus dieser traurigen Geschichte rausgeht, sondern irgendwie so gestärkt und positiv und was mitnimmt von diesen Charakteren und von ihrem Tun und ihrem Denken und ihren Handeln. Und das ist einfach toll. Und das ist wirklich ein Buch, was mich immer wieder bewegt und auch zum Weinen bringt, aber irgendwie auch so ein positives Weinen, wenn ihr wisst, wie ich das meine. Aber ja, ein Buch, das ich wirklich sehr liebe und ja, immer wieder auch lesen kann. Und bei der dritten Frage tat ich mir ein bisschen schwer. Bei welchem Buch wusstest du nicht genau, wie du dich fühlst? Da habe ich tatsächlich keins gefunden. Also es gibt manchmal Bücher, bei denen ich mich am Ende frage, was wollte mir der Autor oder die Autorin sagen? Ich meine, da hatten wir jetzt auch gerade schon mit Haig, wenn ich an die Mitternachtbibliothek denke. Das war definitiv auch so ein Buch, wo ich dachte, was macht das jetzt? Was soll ich jetzt? Aber tatsächlich gibt es das eher selten, beziehungsweise sind sie dann nicht so in Erinnerung, dass ich jetzt sagen könnte, bei welchem Buch das irgendwie der Fall gewesen war. Es gibt schon Bücher, wo man denkt, wahrscheinlich soll man jetzt hier ganz gefühlsduselig sein, was mir dann vielleicht manchmal zu kitschig ist, wo ich eher angenervt bin. Aber ich muss hier wirklich sagen, ich muss hier passen. Ich habe hier kein Buch, weil es wirklich ja sehr wenige Bücher gibt, die mich irgendwie ratlos oder gefühlsmäßig ratlos zurücklassen. Normalerweise ist mir, glaube ich, schon immer relativ klar, ja, wie ich da irgendwas empfinden soll und empfinden kann. Dann die vorletzte Frage. Liest du an einem sonnigen Tag oder an einem bewölkten Tag? Und ja, ich meine, wir wohnen in Deutschland. Es gibt gefühlt definitiv mehr bewölkte Tage. Aber mir ist das total egal. Also ich kann an bewölkten Tagen lesen. Ich lese an sonnigen Tagen. Ich lese im Garten, ich lese auf der Couch, ich lese im Bett, ich lese am Esstisch. Ich lese überall. Außer am Strand, da bin ich tatsächlich ein bisschen pingelig, bin ich nicht immer unbedingt die Leserin, aber ich kann überall lesen, im Zug, im Auto, im Flieger, das ist mir völlig egal. Ich würde wahrscheinlich sogar während des Einkaufens lesen, wenn das sich irgendwie vereinbaren ließe, natürlich mit einem Hörbuch, aber man kann das ja,
auch beim Autofahren. Na, Hörbuch funktioniert da ja auch ganz gut. Aber mir ist das Wetter total egal. Wenn es wirklich zu heiß ist und man sich gemütlich in den Garten legen möchte oder an den See, dann hat man halt ein Hörbuch auf den Ohren und im Winter mummelt man sich irgendwie mit einer Decke und einem leckeren Tee irgendwie auf die Couch und ja, schlottert dann wahrscheinlich vor Kälte, weil man das Buch halten muss. Aber nein, so schlimm ist es ja hoffentlich nicht. Aber das ist bei mir wirklich total egal. Und die letzte Frage ist dann, kannst du von Buch zu Buch hüpfen oder brauchst du Ruhepausen dazwischen? Also ich lese ja auch parallel, das stört mich tatsächlich überhaupt nicht. Also ich versuche so ein bisschen die Medien zu unterscheiden, also hören, E-Book, echtes Buch, dann klappt das immer ganz gut, die Geschichten gedanklich zu trennen. Ich tue mir manchmal schwer, wenn ich innerhalb des gleichen Genres lese und auch von einem Fantasy-Buch zum nächsten gehe. Da zweigen sich manchmal die Welten und das ist manchmal ein bisschen schwierig. Nicht immer, also ich kann das manchmal ganz gut unterscheiden, gerade wenn ich in so einem Flow bin und einfach mir nach Fantasy ist, dann lese ich auch 3 Fantasy-Bücher am Stück. Aber ich merke schon, dass ich dann einfach mal so was anderes brauche. Also tatsächlich dann eher sage, so jetzt ein Fantasy-Epos weggelegt, jetzt kommt irgendwie eine Wohlfühlgeschichte, eine Liebesgeschichte, ein Thriller. Irgendwas anderes. Und ich glaube, dass das eher dieses Ruhepausen ist, also dass man einfach mal so dann auch mal eine Zeit lang von dem Genre weggeht, was man zuletzt gelesen hat. Aber ich lese in der Regel ohne irgendeine Ruhepause. Also ich kann von einem zum anderen Buch springen. Ganz, 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 ganz selten mal, dass man wirklich irgendwie so ein Buch hat, was einen so flasht, dass man irgendwie einen Tag das erstmal verarbeiten muss. Also da würden mir jetzt auch gar nicht so viele Geschichten tatsächlich einfallen, bei denen das passiert ist. Ja, aber denke ich, ja, gab es bestimmt. Aber ich lese gefühlt wirklich, oder nicht nur gefühlt, ich lese eigentlich tatsächlich jeden Tag. Und das auch in mehreren Werken sozusagen. Oder nutze eben mehrere Inhalierungsmittel vom Hören über einen E-Book-Reader. Und dann eben auch irgendwie zum echten Buch. Ja, das waren sie nun, die Fragen zum Mood Reader Tag. Ich bin natürlich super neugierig auf eure Antworten. Lasst mir da gerne zu der einen oder anderen Frage den einen oder anderen Buchtipp da oder eure Gedanken da, würde ich mich sehr, sehr freuen. Getaggt fühlen darf sich einfach jeder, weil ich glaube auch, dass der Tag jetzt schon ein paar Monate, Wochen umhergeht. Ich habe ihn, wie gesagt, auch schon bei einigen Leuten gesehen. Aber wer Lust hat, ein Video zu diesen Fragen zu drehen, ja, immer gerne. Fühlt euch da sehr gerne getaggt von mir und natürlich auch alle, die keine Videos drehen oder keine Lust auf ein Video haben, gerne auch in die Kommentare. Und das war's jetzt von mir. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Tag. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.